Der super Vollmond in Steinbock. Im Vollmond stehen sich Sonne und Mond genau gegenüber. So spiegelt die Sonne alle Gefühlsanteile, die gegensätzliche Energien von Krebs, Sicherheit, Schutz und Geborgenheit und die Energien von Steinbock möchten in Ausgleich kommen. Im Krebs möchten wir uns wohlfühlen. Unser inneres Kind, unsere inneren Wünsche spiegeln sich. Hier möchte es uns gut gehen. Im Steinbock werden uns unsere Grenzen gezeigt. Er möchte in uns fühlen, was wir noch nicht leben. Wo möchte ich meine Gefühle nicht fühlen? Wo schaue ich nicht hin? Wir können überprüfen, lebe ich meine Bedürfnisse oder die der anderen? Lebe ich meine Gefühle oder passe ich mich den anderen immer noch an? Wer mich noch nicht kennt, ich bin Marianne Selina, ein Medium der Smarana-Gruppe. Wir sind eines der größten Online-Portale im deutschsprechenden Raum für spirituelle Weiterbildung im Webinarbereich. Wenn du meine neuesten Botschaften erhalten möchtest, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Im Vollmond in Steinbock möchten wir wachsen. Pluto steht im Steinbock und unterstützt uns sehr in unserem Unterbewusstsein. Alles aufzulösen. Hier lässt sich nichts mehr unterdrücken. Wir fühlen uns vorübergehend, da es alles auflöst, in Selbstbewusstsein, Kreativität, aktive Handlung und Selbstständigkeit, welche die alten Wunden schwächen oder lähmen. Gar dein Energiepotenzial, wir dürfen den Schmerz nochmals fühlen, ja, zulassen und im Vertrauen dem alles in Gottes Hände legen, annehmen. Hier ist ganz wichtig, in unserem Hier und Jetzt zu sein, genau hinzuschauen. Uranus möchte uns in die Freiheit führen. Chiron könnte es eventuell unterdrücken und uns anpassen wollen. Dies sind dann unsere Muster aus der Kindheit, um geliebt zu werden. Chiron als der verwundete Heiler hat die Aufgabe, uns zu zeigen, wo sich die alten Muster zeigen. Uranus unterstützt uns, in die Freiheit zu gehen. Ihm ist egal, ob wir gut dastehen oder nicht. Die Wunden dürfen heilen, wenn wir bereit sind. Lilith, die erste Frau Adams, möchte sich nicht anpassen. Sie möchte in uns erwecken, was wir selbst wollen. Wir können uns nicht mehr anpassen. Wir können nicht mehr das Leben der anderen leben. Unsere inneren Energien schieben uns in unsere Selbstbestimmung und Freiheit hinein. Zu vertrauen, wenn etwas nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, genau jetzt deine Seele dich so führt, bei Frauen wie bei Männern, einen anderen Weg öffnet, in einem anderen Licht verschiedene Wege zum Ziele führen. Wir dürfen unsere Werte, Ressourcen, Finanzen, Beziehungen und unsere Umwelt
Wir dürfen hierfür unsere Verantwortung übernehmen, ganz besonders für unseren Körper, wenn wir im Hier und Jetzt bleiben, gut geerdet bleiben, all das, was wir fühlen, tun und aussprechen. Unser Sein will Glück, Frieden, Selbstbestimmung. Der Mond zeigt alles auf. Er zeigt uns alle Ungleichgewichte. Der Mond erinnert uns daran, die Welt mit den Augen des Kindes zu sehen. Das Üben von spielerischen Wahrnehmungen, dem Zulassen von Veränderungen. So kann ich mich fragen, erlaube ich mir meine wahren Gefühle? Was brauche ich, um mich wohlzufühlen? Wie finde ich die Geborgenheit aus meinem inneren Sein heraus? Erlaube ich mir, spontan zu sein? In meinem Webinar Lichtschule der Venus, Ahnenheilung und Astralfeldheilung werden wir unter anderem in die Neugeburt unseres inneren Kindes geführt. Alle Traumata werden aufgelöst. Hier schreiben wir unsere Geburt, unsere Kindheit und unser ganzes Leben in einer positiven Neuausrichtung neu. Den Link findest du unter dem Video. Wir fühlen nun den Zauber darin, alles für unser Wohl zu tun. Es ist ganz wichtig, dass wir vertrauen, dass unsere Wünsche gehört werden, unsere Gebete gehört werden. So möchten wir in unserer Meditation ganz in unser Unterbewusstsein eintauchen, ganz in uns selber ankommen, in die gute, tiefe Erdung, in Verbindung mit unserer göttlichen Quelle zu vertrauen. Unser inneres Kind, unser inneres Sein liebt Rituale. So können wir unter dem Vollmond tanzen, spielen, lachen und singen. Im Sommer ist der Vollmond gut fühlbar. Wir sind mehr in der Natur. Vielleicht möchtest du barfuß unter dem Vollmond tanzen. Dieser Vollmond ist uns sehr nahe. Er ist sehr fühlbar. So tanze barfuß auf der Wiese oder am Strand. Da, wo du dich befindest, ist es gut. Wenn es für dich gerade nicht machbar ist, so mache dies in deiner Meditation, in deinem inneren Garten. Dies werden wir jetzt in unserer Meditation tun. Du kannst diese auch in der Natur machen. So lasse dich nun fallen in deinen Herzensraum hinein. Atme tief ein und aus. Komme ganz in deiner inneren Mitte an. Nimm in deinem Herzen die Smarana-Sonne wahr und nimm wahr, wie sie sich mit jedem Atemzug weiter und weiter ausdehnt. Komme mit deinem Atem ganz in deinem Seelenraum an. Nimm dir Zeit dafür. Nimm die Verbindung über dein Wurzelchakra zur Erdenmitte wahr. Verbinde dich mit Mutter Erde. Komme dort ganz an und nimm dann, wenn die Energie wieder nach oben fließt, in deinen Herzensraum hinein, die Verbindung zu deiner göttlichen Quelle wahr. Spüre und fühle die Liebe und das Licht deiner Ursprünglichkeit. Und dann lasse diese Energien zusammen in deinem Herzensraum fließen,
Nimm die Dreieinheit in deinem Herzen wahr und dehne dieses innere Feuer in der Smarana-Sonne aus. Spüre in deinen Seelenraum hinein, deine Seelenengel, deine Boten und Helfer empfangen dich, sie bereiten dich vor auf deine weitere Reise zur Energieebene des Mondes. Deine Seelenengel richten deine Energien genau für die Reise aus. Lasse dies geschehen, nimm die Energieerhöhung wahr . Nimm deinen Seelenraum, die verschiedenen Tore wahr. Deine Seelenengel, die Mondmutter Selene, all deine Boten und Helfer. Dein inneres Kind ist an deiner Seite. Deine Helfer beschützen und führen dich auf deiner inneren Reise zu deinem wahren Selbst. Bist du bereit? So führen und begleiten sie dich durch das goldene Tor. So trittst du ein in deinen wunderbaren Seelengarten. Du kennst den Weg bereits sehr gut. Du fühlst dich wohl. Es ist dein Paradiesgarten. Hier kannst du dich immer einfinden zur Transformation, zur Energieerhöhung, zur Begegnung mit deinem inneren Selbst, mit Mutter Erde, deinen Lichtfreunden, deinen Ahnen. Rituale und Feste kannst du feiern. Komme an, komme ganz an. Nimm den Frieden in deinem Herzen wahr. Nimm wahr, wie dein goldenes Herzensfeuer intensiv lodert, mit jedem Atemzug größer wird. Du weißt, es geschieht Großes. Du fühlst aus deinem Herzen über dein Wurzelchakra und deine Fußchakren die tiefe Verbindung zu Mutter Erde. Du fühlst, wie du in ihrem Schoß ankommst. Fühle das warme Erdenmagma, die Farbe, die intensiv erdet. Du bist gehalten und getragen vom göttlichen Schutz von Smarana. Fühle die wunderbare Energie und nimm nun wahr, wie deine Energie sich wieder nach oben bewegt, über deinen Herzensraum, weiter zur göttlichen Quelle. Spüre die Liebe deiner kosmischen Eltern und fühle das Gehalten und Getragensein, das goldene Lichtbad in deiner Ursprünglichkeit. Genieße diese Energie. Nimm nun weiter wahr, wie das Licht der Quelle ebenfalls in deinen Herzensraum hineinfließt. Dein inneres Feuer jetzt noch weiter ausdehnt und du weißt, es ist die göttliche Dreieinheit in dir so stark fühlbar in der Smarana-Sonne. Du fühlst dich wohl und du bist bereit.
Währenddessen seid ihr am Plateau angekommen. Nimm nun das umliegende Land, das sich vor dir zeigt, wahr. Die Sonne ist bereits untergegangen, während du dich zurückverbunden hast. In deine Nullmeridian, in deine Blaupause, du eintauchen konntest. Du weißt, dieser Moment zwischen Sonne und Mond, du ganz eintauchen kannst, diese Stille in dieser Zwischendimension. Nun schau dir den Vollmond, der bereits ganz groß vor dir steht, in dieser Energie an. Atme tief ein und aus, so erhöhst du die Energie. Schaue in den Vollmond. Welche Gedanken oder Gefühle kommen hoch? Nimm dir Zeit, genieße die Energie des Mondes. Deine Boten und Helfer stehen an deiner Seite. Dein inneres Kind hüpft freudig hin und her. So spricht nun Selene zu dir, geliebtes Kind, in der Vollmondenergie. Spreche ich als Mutter zu dir. Sieh, wie das helle Licht des Mondes dir alles spiegelt, was sich nicht in deinem Gleichgewicht befindet. Während die Bilder vor dir vorüberziehen, lasse ich vor uns den wunderbaren Silbersee des Mondes entstehen. Du fühlst, dass du hineingehen möchtest. Du fühlst, dass dies ein Ritual ist, welches du aus alten Zeiten kennst. Lasse es geschehen. Nimm die Reinheit des Silberwassers wahr. Du weißt, dass all die schweren Energien, die dich schon lange so belasten, von dir genommen werden. Selene spricht zu dir, vertraue, geliebtes Kind, vertraue. Gebe im Wasser des Mondes alles in Gottes Hände. Sei bereit für Umwandlung. Lasse geschehen, genieße die Energie. So wirst du befreit von alten Glaubenssätzen. Von alten Mustern. Und es spiegeln sich dir im Wasser deine neuen Potenziale, welche deine Seele bereits
so lange leben möchte. Schaue genau. So ist es geschehen. Deine Seelenbegleiter bringen dir und deinem inneren Kind die weichen Tücher und trocknen eure nasse Haut. So siehst du dich nun und dein inneres Kind, wie ihr mit einem seidenen Kleid und Blumenkränzen im Haar an einem wunderbaren Platz angekommen seid. Selene wartet bereits auf euch. Viele andere Wesen sind bereits hier, um das große Vollmondfest des Supermondes zu feiern. Sieh in den Augen deines inneren Kindes, wie es genießt. Du fühlst, dass es genau weiß, wie das Ritual weitergeht und du tust, was es tut. Selene reicht euch nun einen Becher mit dem Silberwasser des Mondes. Ganz andächtig nimmt dein inneres Kind den Becher und schaut hinein. Du weißt, dass es ihn segnet und du tust es genauso. Dann trinkt ihr ganz langsam das Silberwasser des Mondes. Er reinigt all eure Zellen, die Aura. Euer ganzes System wird erneuert. Die Energie steigt an. Du fühlst den Ausgleich aller Elemente, aller Chakren und wie von selbst beginnt ihr den Tanz. Streck dich nun ein wenig. Und tanze die Energien aus deinem Körper. Alles, was gehen möchte, ihr tanzt euch ganz frei. Jeder, wie er es fühlt. Die Musik erhebt sich. Immer ekstatischer. Ekstatischer Tanz. Genieße das Strahlen in dir. Der Vollmond strahlt nicht nur selbst, er möchte auch, dass du leuchtest. In Ekstase tanzt ihr euch frei von alten Glaubenssätzen. Alle Muster. Alles, ich bin nicht gut genug. Alles tun müssen, geht aus dir heraus und bewegt sich wie Luftballons davon. Auch diese Energien haben nun ihre Freiheit zurückerhalten.
so lösen sich ganz langsam die Bilder vor dir wieder auf. Du gehst mit deinen Boten und Helfern, deinen Seelenengeln und deinem inneren Kind zurück in deinen Seelenraum. Du verabschiedest dich von Selene und du spürst, dass ihre lichtvolle Energie dir so gut tut. Sie sagt dir nochmals, dass wenn du am Abend zum Mond schaust, du sie gerne rufen kannst, um dich von allen Dunkelheiten zu befreien. Ich tue es so gerne für dich. Ich bin für dich da, wie eine Mutter. Ich lasse dich Geborgenheit und Nähe fühlen. So verabschiedest du dich von ihr. All die Tore schließen sich hinter dir. Du bist in deinem Herzensraum angekommen und du fühlst ihre Energie, die zu dir kam, die hohen lichten Energien. Erde dich nun mit der Energie an deinem Platz, an dem du dich befindest. Komme wieder ganz in deinen Körper zurück. Atme tief ein und aus. Fühle deine Fußchakren und fühle die ausgedehnten Energiewurzeln in Mutter Erde. Tief verwurzelt, fühle die warme Lichtenergie, die durch dich fließt, von der göttlichen Quelle, tief in Mutter Erde hinein. Und von Mutter Erde wieder nach oben zu deiner göttlichen Quelle. Du fühlst nochmals deine Lichtsäule, wie du verbunden bist und die Energieausdehnung um dich herum, die Smarana-Sonne um dich herum, um ein Vielfaches größer als vor dem Ritual. Du kannst auch vor einem Ritual deine Glaubenssätze, deine nicht dienlichen Muster aufschreiben und verbrenne sie anschließend in einer feuerfesten Schale. Lass die Asche danach abkühlen und verstreue sie dann im Wind. Tue das mit deinem Tanz im Mondlicht. Siehe, wie der Wind die Asche davonträgt und die Wesenheiten dir so dankbar sind für ihre Freiheit und du so dankbar bist für deine neue Freiheit. Öffne nun deine Augen und sei wieder ganz im Hier und Jetzt. Du kannst vor einem Ritual deine Glaubenssätze, deine nicht dienlichen Muster aufschreiben und verbrennen, diese anschließend in einer feuerfesten Schale. Lasse die Asche danach ein wenig abkühlen und verstreue sie im Wind. Tue das mit deinem Tanz im Mondlicht. Sieh, wie dann der Wind die Asche davonträgt und die Wesenheiten dir so dankbar sind für ihre Freiheit und du so dankbar bist für deine neue Freiheit. Öffne nun deine Augen, sei wieder ganz im Hier und Jetzt. So wichtig wie die stetige Reinigung und Transformation all unserer Körper in der neuen Zeit ist die Energiearbeit in unserem Ahnenfeld.
Ich freue mich auf dich in meinem Webinar Lichtschule auf der Venus, Ahnenheilung, Heilung des inneren Kindes in den astralen Feldern, wenn du mehr über aufgestiegene Meister, Erzengel, Elohim, über Farben und Kristalle erfahren möchtest, kannst du dies gerne bei meinen Webinaren der göttlichen Strahlen erfahren. Hier erhältst du dein altes Wissen aus Atlantis zurück. Du wirst wieder in deine Urenergie eingeweiht und erhältst die Verankerung deiner Energien in deinem Lichtfeld. Wir arbeiten mit den 12 aufgestiegenen Meistern, den Erzengeln, Elohim und den Strahlen des göttlichen Lichtes. Die Links der Lichtschule auf der Venus und den Link zu den 12 göttlichen Strahlen findest du unter dem Video. So freue ich mich auf dich. Lasse es dir gut gehen mit dieser neuen Vollmond-Meditation. Komme ganz bei dir in deinem Selbstbewusstsein an. Lebe dein neues Leben. Sei voller Glück, Freude und Harmonie. Wenn dir meine Meditationen gefallen, freue ich mich auf deinen Like und dein Feedback. Abonniere meinen Kanal, so verpasst du kein Video mehr.